Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Andacht 4.1. Ich bin Patrick Ananta Sutarjo, Kali Child, und ich möchte heute über einen Vers aus Matthäus 5 sprechen. Matthäus Kapitel 5, Vers 42. Da sagt Jesus Christus, der Sohn Gottes: Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Das ist das Gebot Jesu, das ist ein Gebot von Jesus Christus aus der Bergpredigt. Er ermahnt uns, dieses Wort zu halten, nach diesem Wort zu leben und dem zu geben, der uns bittet, dass wir uns nicht abwenden von denen, die bedürftig sind, die in Not sind, die uns bitten, dass wir ihnen helfen mit einer Gabe, mit einem Almosen, und auch denen borgen, die von uns borgen wollen, dass wir uns nicht abwenden von diesen Menschen, die in Not sind. Wie oft hast du zum Beispiel Bettler auf der Straße gesehen, die die Hand ausgestreckt haben oder vielleicht einen Kaffeebecher vor sich stehen hatten und um eine milde Gabe gebeten haben? Und Jesus sagt uns, wir sollen diesen Menschen geben, ja, sofern wir natürlich was zu geben haben. Ja. Jemand, der gar nichts hat, kann natürlich nichts geben. Aber jemand, der etwas hat, zum Beispiel 1 Euro oder auch mehr, ja, oder auch weniger, ein paar Cent, der kann geben und der soll auch geben. Das sind die Worte von Jesus Christus, das ist ein Gebot von ihm aus der Bergpredigt. Und es ist natürlich jetzt so, dass Leute sagen, ja gut, aber es gibt doch die Diakonie, es gibt doch alle möglichen Hilfsstellen, es gibt Arbeitslosengeld, es gibt Hartz IV, es gibt Hilfsstellen, wo diese Leute dann Geld bekommen, ja, wo arme Menschen Geld bekommen oder wo arme Menschen Kleider bekommen oder zu essen bekommen oder ihnen geholfen wird, vielleicht eine warme Suppe oder so. Aber darauf kommt es Jesus nicht an. Es kommt ihm nicht darauf an, dass andere diesen Menschen helfen. Es kommt ihm darauf an, dass du ihm hilfst oder dass du ihr hilfst, die da bittet und die da um Geld bittet oder auch um Essen oder zu trinken. Ja, und das ist sehr wichtig, denn wir lesen in 1. Johannes, dass wer sagt, dass er an Jesus Christus glaubt, ja, so ungefähr steht das da, ich zitiere das jetzt nicht wörtlich, der soll auch so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Ja? Und wir sollen die Gebote Jesu befolgen, damit wir in Christus bleiben. Und nur in Christus wandeln wir in der Liebe Gottes. Nur in Christus, wenn wir die Gebote von Jesus Christus befolgen, sind wir in Christus und dann sind wir Geliebte des Herrn, des himmlischen Vaters, ja, der uns in Christus liebt, der uns nicht in unseren Sünden liebt, der uns nicht liebt, wenn wir in Sünde leben, sondern der uns in Christus liebt, wenn wir dem Wort des Vaters, das er uns durch Jesus Christus hat verkünden lassen, auch Folge leisten und diesen Worten auch gehorsam sind. Ja, denn sonst kann es passieren, dass der himmlische Vater die Reben, die keine Frucht bringen am Weinstock von Jesus Christus, also der Weinstock ist Jesus Christus, der Weingärtner ist der Vater in dem Gleichnis, das steht im Johannesevangelium, dass er dann diese unfruchtbaren Reben abschneidet. Ja, das heißt, in Christus zu bleiben bedeutet, Christi Gebote zu befolgen, und zwar alle seine Gebote zu befolgen. Das heißt, um in den Himmel kommen zu können nach dem leiblichen Tod, damit wir in den Himmel von Gott und Jesus Christus kommen können, müssen wir dieses Gebot, gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will, halten. Denn es könnte sein, dass der Bettler, der auf der Straße sitzt und an dem du oder sie vorbeigegangen sind, dass das ein Kind Gottes war. Und das bedeutet, dass das so ist, als wenn du oder wenn sie Jesus Christus
nichts gegeben hätten, der in Not gewesen wäre, ja, oder der um eine Gabe gebeten hätte. Und an Jesus Christus vorbeizugehen, ja, das ist natürlich eine große Schande, das ist natürlich eine große Sünde, das ist keine Kleinigkeit, wo man dann sagen kann, ja, okay, da gebe ich mal nichts, ich habe jetzt keine Lust, was zu geben, oder ich, ja, oder das möchte ich jetzt nicht, irgendwie immer diese Bettler oder immer diese Leute, die da um Geld bitten, hast du mal einen Euro und sowas, ja, und dass du denen nichts geben willst oder dass sie ihnen nichts geben wollen. Nee, Jesus sagt uns, dass wir jedem geben sollen, der uns bittet, und dass wir uns nicht abwenden sollen von dem, der etwas von uns borgen will. Wenn wir das nicht tun, können wir nicht in den Himmel eingehen. Dann ist die Hölle bereitet für uns. Ja? Oder für solche, die das nicht tun, ist die Hölle bereitet. Ja? Denn in der Bibel steht auch geschrieben, dass die Gebote des Herrn richtig sind. Ja? Die Wege des Herrn sind richtig. Ja? Das heißt, wer das in Frage stellt und wer das in Zweifel zieht, dass das richtig ist, dass man denen geben soll, die einen bitten, und dass man sich von denen nicht abwenden soll, die von einem etwas borgen wollen. Wer das in Frage stellt, wer das anzweifelt, wer nicht danach lebt, der lebt falsch. Der geht auf dem falschen Weg, der geht nicht auf dem Weg des Evangeliums, der geht nicht auf den Wegen von Jesus Christus, und folglich ist sein Bekenntnis zu Jesus Christus eine Lüge, denn er kennt Jesus Christus nicht. Er hat nicht Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, weil er diese Worte nicht ernst nimmt oder weil sie diese Worte nicht ernst nimmt. Und das bedeutet, dass das dann eine Lüge ist, wenn jemand sagt, er kennt oder sie kennt Jesus Christus, aber sie wandelt nicht so oder er wandelt nicht so, wie Jesus Christus gewandelt ist und wie er uns hier geboten hat, zu leben und zu handeln, dann ist das eine Lüge, und Lügner kommen nach der Offenbarung des Johannes bei der Auferstehung der Toten in den ewigen Feuersee und werden für immer brennen, ohne sterben zu können. Das ist die Hölle, das ist der zweite Tod, wie es in der Offenbarung des Johannes geschrieben steht. Machst du das? Gibst du jedem, der dich bittet? Wendest du dich nicht ab von denen, die etwas von dir borgen wollen? Oder gibst du nicht immer? Oder gibst du nur selektiv ab und zu mal und meistens nicht? Und gehst an Bettlern oder an solchen, die von dir etwas gerne borgen möchten oder haben möchten, vorbei? Gibst du Essen, wenn jemand um Essen bittet? Gibst du Geld, wenn jemand von dir Geld haben möchte? Borgst du, wenn jemand etwas von dir borgen möchte? Oder tust du das nicht? Davon hängt auch deine ewige Bestimmung ab nach deinem Tod. Deswegen, wenn du das nicht tust oder wenn sie das nicht tun, dann geht es darum, Buße zu tun, also zu bereuen vor Gott und vor seinem Sohn Jesus Christus und folglich das Richtige zu tun. Jesus Christus hat der sündigen Frau, der Ehebrecherin, gesagt, als er ihr dann vergeben hatte, und sündige hinfort nicht mehr. Das war die Andacht 4.1 für heute. Ich freue mich, dass ihr oder sie zugehört habt oder haben. Und ja, einen schönen Tag wünsche ich. Tschüss. Geehrt sei der himmlische Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.